Mir ist zum ersten Mal das Buch von Ernst Ronner über Louis Kahn in die Hände gekommen. Das hat mich dann sehr beeindruckt. Also mich hat beeindruckt diese räumliche Vorstellung, diese räumliche Konzeption, eine Ordnung von Räumen, Serien von Räumen, geschlossene Räume, offene Räume. Das hatte ich damals so noch nie gesehen. In dieser Klarheit, da war auch eine gewisse Repetition wieder drin. Ich bin eigentlich nur an Architekten wirklich interessiert, die an Räumen interessiert sind. Ich bin da, wenn das räumlich wird, wenn sich das wirklich verbindet mit einem wirklichen Gebäude oder einer Gebäudeidee, bin ich hoch interessiert. Wenn das Richtung Theorie und Abstraktion geht, dann erlischt mein Interesse. Und dann später, dann war ich mal in Exeter. Das war da und sie schön, dass es tatsächlich auch ein schönes Gebäude war. Nicht nur auf dem Bild. Ja, ich war eigentlich sehr erfreut zu sehen, das ist eigentlich eine warme, intime und nicht allzu große Arbeit. Und dann war ich in Salk Institute. Und dann, leider habe ich nie diese kleinen Eschwick House und so, das hätte ich gerne auch mal gesehen. Ja. Ich arbeite mehr wie ein Bildhauer, dass ich vermutlich schon früh irgendein Material brauche als generatives Element des Entwurfs. Und ich mache keine abstrakten Kompositionen von Räumen und suche mir dann das Material dafür. Jedes Gebäude, das ich mache, hat, glaube ich, einen Materialklang. Aber das sind wie Töne, wie wenn sie drei Töne oder vier oder fünf Töne drücken auf dem Klavier. Dass man dann das so macht, dass das schön zusammen klingt. Für mich ist das Machen der Gebäude ist wichtig. Und das Machen hinterlässt auch Spuren. Mir gefällt es, das mit in den Entwurf hineinzudenken, diese Arbeitsprozesse. Das hat mir immer gut gefallen, schon früher, so alte Möbel anzuschauen, wo man dann sieht, wie dann die gemacht wurden von Menschen oder so. Oder auch industrielle Produkte, die dann Spuren tragen von irgendwelchen Maschinen. Ein anderes Denken als, ich mache mal irgendeinen Rohbau und dann verkleide ich dann alles und dann geht es dann los. Das hat mich jetzt nie interessiert. Und deswegen fühle ich mich auch sehr verwandt den klassischen älteren Architekten, also, wo man dieses Interesse am gemachten Ding auch spürt, vor allem auch bei Kahn. Ja, das ist eigentlich immer so, dass der Bauherr mitmachen muss, und ich den brauche, weil ich kein so Umsetzer-Architekt bin. Man kann mir nicht ein Programm geben, das irgendjemand anders ausgeheckt hat und sagen, so zum Tor, bau jetzt das, das ist das, was wir wollen. Das geht jetzt bei mir nicht, ich bin kein Dienstleister, sondern ich schaue mir das an und ich brauche dann den Bauherrn, der mit mir zusammen immer wieder schaut, was bauen wir eigentlich, ist das richtig, jetzt müssen wir das anders machen. Das heißt, ich mache zusammen mit dem Bauherrn einen Prozess bis zum Schluss und dann sind wir am Ende dieses Prozesses ein bisschen schneller als das Programm, das wir am Anfang hatten. Es ist schon eine Sensation, Räume zu haben, die das Licht der Sonne einfangen, wo die Materialien im Licht des Tages reflektieren. Licht veredelt. Man sagt ja, etwas wird ins richtige Licht gesetzt. Das ist ja auch im wörtlichen Sinne ist das in der Architektur so, dass das Licht wird gesetzt. Und also wenn das wirklich ganz dunkel wäre, dann hätten wir nur noch das Taktile. Und das ist nur ein kleiner Teil der Architektur, weil mit den Augen tasten wir die großen Architekturen ab und mit den Händen und Füßen.
habe ich Heinz Ronner an der Schule in Zürich eine Ausstellung machen, eigentlich eine Ausstellung, wo ich diesen großen Katalog wenn zum ersten Mal in die Hände kriegte da habe, und ich da begann, dieses Material zu studieren, war ich ganz begeistert, ja, und habe diese Welt, das war was Neues, weil ich kannte damals, Gorbisse kannte ich, Mies kannte ich, und von meiner Erziehung her an der Kunstgewerbeschule Basel auch die ganze neue Sachlichkeit und all diese Dinge. Und das kam dann neu dazu und das war ein starker Eindruck. Den Satz nochmals mit Ludwig Hahn darin. Also was da berühren wir uns, da sind wir wohl zu 99% deckungsgleich, das sehe ich gleich. Ja. Habe ich aber nicht von ihm, das ist älter, aber ich habe da, wie soll ich sagen, eine Seelenverwandtschaft gefunden, das mache ich auch gerne so. Wie ein Lehmbau, aber eigentlich ist das ein altes Bild, das ich habe, wenn die Bauern da früher selber ein bisschen für ihre Mistlege ein kleines Stützmäuerchen gemacht haben, ist dann dieser offenporige Beton, der nur mit einem Holzpfosten gestampft wurde oder so. Und dem habe ich schon vor 30 Jahren Bauernbeton gesagt. Und das sind ja Bauern und die wollen das selber machen. Wissen Sie, mich hat eigentlich mein Vater gezwungen, dass ich bei ihm diese Lehre machen musste in seinem Geschäft. So, das hat mir jetzt gar nicht gefallen als Junge, diese vierjährige Lehrzeit. Ich war gottenfroh, als die endlich vorbei war. So, und bin dann weit weggesprungen. Aber im Rückblick war es natürlich super. Ja, und das war auch gut, dass ich in einer, diese Familie meines Vaters, unsere Familie, die war sehr am Machen und Herstellen von Dingen interessiert. Wir haben eigentlich alles selber gemacht. Ich habe schon als kleiner Junge, habe ich viele von den Spielzeugen, die sich meine Eltern nicht leisten konnten, ein Monopoly oder ein Tischfußballspiel oder so, das habe ich immer selber gemacht. Ich hatte dann den Hobelbank meines Vaters zur Verfügung und Material und dann durfte ich das immer benutzen, habe dann halt viele Dinge mir selber gemacht, die, wo kein Geld da war, um die zu kaufen. Das ist eigentlich verrückt. Damals war das einfach so. Und rückwirkend denke ich, das war gut. Jedes Gebäude, das ich mache, hat, glaube ich, einen Materialklang. Und da arbeiten wir von Anfang an immer dran, bis ich finde, bis dieser Klang dann stimmt. Manchmal ist er einfacher, manchmal ist er ein bisschen komplexer. Aber das sind wie Töne, wie wenn Sie drei Töne oder vier oder fünf Töne drücken auf dem Klavier. So wirken dann diese Materialien zusammen. Das ist eigentlich, tut mich ziemlich natürlich und normal, weil Architektur ist ja ausgesprochen zusammengesetzt aus verschiedenen Dingen, sprich Tönen, kann gar nicht anders sein. Dass man dann das so macht, dass das schön zusammen klingt oder stimmt und so weiter. Bin dann mehr erstaunt, wenn ich sehe, dass es viele Gebäude gibt, wo darauf gar nicht geachtet wird. Musik, es gibt die Klangebene, dass die Architektur selber ist in der Regel ein Gefäß und dieses Gefäß klingt. Das ist ein Raum und diese Räume klingen zusammen. Das ist die eine Ebene, die das Haus, das selber klingt und einen eigenen Klang hat. Und das andere ist dann die andere Ebene, ist mit das Kompositionsprinzip gemeint, nehme ich an. Also dass man dann eben Materialien klingen zusammen, Töne ertönen zusammen und so weiter. Das sind dann verwandte Kompositionsprinzipien, also Cluster und Linien und so weiter und so weiter. Das gibt diese Übereinstimmung, gibt es aber in der Berührung ist die Musik dann halt viel stärker und die fährt direkt ins Herz. Das kann die Architektur nicht so. Das braucht ein bisschen länger, die ist dann nicht so direkt wie die Musik. Da gibt es große Unterschiede. Kompositionsprinzipien gibt es, kann man schon drüber reden. Das sind ähnlich. Also, wenn man manchmal liest, was Komponisten wollen, wenn der Stravinsky sagt, ich will klar, elegant, durchsichtig, scharf und so,
ja, so könnte ich auch über Architektur sprechen, sondern es sich so um Adjektive handelt. Räume klingen, alle Räume klingen. Und dass das zur Architektur gehört, das mitzuentwerfen, nicht ganz so einfach, aber sich mit vorzustellen, wenn man arbeitet, wie klingt wohl dieser Raum. So. Dieser Raum hier, das ist der einzige, der nicht gut klingt im ganzen Haus. Ich mag den überhaupt nicht, diesen Raum hier. Den habe ich mir aber auch nie klanglich vorgestellt. Andere schon wie die da hinten, die großen, die klingen auch ganz schön. So. Und das jetzt, fällt mir immer wieder auf, wenn, gebe ich da Interviews über Klang in einem Raum, von dem ich denke, der ist jetzt wirklich schlecht. So. Ja, das haben wir dann mal gesagt, jetzt schauen wir mal, aber das, ja, hängen wir mal was hin, um zu schauen, ob das was bringt. Wenn Kahn von solchen Dingen spricht, dann sieht man den Architekten, der genau hört und hinschaut und der nicht von der Theorie herkommt, sondern der eigentlich vom Erlebnis Architektur herkommt. Das spürt man natürlich schon bei so einer Äußerung, was ihn wirklich interessiert. Ist nicht die Architektur auf dem Papier, sondern wie sie wirklich klingt und wie man sich verhält. Und wenn man in diese Materie einsteigt, wie verhält man sich in der Architektur? Gibt es Räume, die mich zu etwas anregen und andere, die etwas verhindern oder die mich und so weiter? Das ist dann ein riesiges Feld, das hört nicht mehr auf. Das ist gut, wenn man das mal gesehen hat, dann hört das nicht mehr auf. Das ist gut. Also, das ist natürlich. Kann man wichtig zu denken, wichtig zu spüren, schwierig zu planen. Und es ist gut, dass er gesagt hat, er macht einen Versammlungssaal, wo dann gute Entscheidungen gefällt werden, weil mir der Raum gut ist. Und das, mir gefällt das gut, sowas zu sagen. Ob es dann auch so ist, wissen wir nicht. Aber die Anstrengung, das Gefühl zeigt in die richtige Richtung. Also man muss sich erinnern, wenn ich mich daran erinnere, wenn ich mich in eine Frau verliebt habe, das war es für mich nachher dann schwierig. Also wann ist das die Haare oder die Art und Weise, wie sie geht oder keine Ahnung. Alles zusammen wohl. So. Also schlussendlich ist das ein Eindruck. Wir wissen nicht genau, wir reden drüber, könnte das oder jenes sein. Alles. Das Licht, der Schatten, das Material. Aber es ist auch ihre persönliche Stimmung und so weiter. Aber die Frage, die Sie stellen, ist natürlich die Frage nach der Schönheit. Ich sage jetzt nicht Ästhetik, ich sage bewusst Schönheit. Wenn etwas schön ist, dann spricht uns das an. Wenn etwas schön ist, kann das sein, dass wir ruhiger werden oder dass wir in einer schönen Landschaft friedfertige Gedanken haben. Das ist diese Hoffnung, ja? Dass ein schönes Gebäude, es gibt Räume, die mich entspannen oder schlussendlich, der Volksmann sagt, das ist ein schöner Raum. Ende. So. Und da ist alles gemeint, oder? Raum macht vielleicht auch ein bisschen uns schön, wenn wir drin sind. Hoffen wir das Beste. Im Prinzip gibt es die Grenze des Gebäudes mit seinen Einbauten und Dingen, die dazu gehören. Und dann muss man sagen, so, und jetzt, liebes Gebäude, bist du in der Welt, jetzt musst du halt mal schauen, wie das da geht mit den Leuten. So, das ist schon meine Haltung auch. Und dann muss ich aber manchmal, braucht es im Thermalbad Pfalz, braucht es noch Liegen, dann schaue ich in den Katalogen, ob es jetzt da eine Liege gibt, die mir passt da oben. Und wenn es sie nicht gibt, dann muss ich die entwerfen. Wenn es aber eine gäbe, dann würde ich vielleicht sagen, ja, dann nehmen wir die, das ist super. Ja, also das ist immer ein bisschen anders, aber das ist so meine Haltung. Also das ist keine totale Kontrolle. Also die Häuser müssen stark genug sein, dass man auf verschiedene Art und Weise damit leben kann.
Aber also in einem ganz normalen Sinne, nicht, dass ich jetzt irgendwie unglaublich neugierig wäre, wie jetzt die da drüben die 20 Alterswohnungen eingerichtet haben, kann ich mir ungefähr vorstellen. Und ich muss jetzt aber nicht, ich denke, ja, ich glaube, das wird okay sein. So. Also ich habe sie dieses volkskundliche Interesse zu sehen, was die damit machen, habe ich nicht. Kenne ich noch so von der Vätergeneration, meiner Architektenvätergeneration, die hatten so Korthosen und so die gestrickten Pullover und die haben das alles immer kontrollieren wollen. Aber sind ein bisschen ausgestorben. Aber durchaus sympathisch, aber ich kann mich erinnern, die Werkbundarchitekten oder so, die dann Vorhang und alles, das musste genauso sein. Die konnten sich schon sehr aufregen, wenn der Vorhang nicht stimmt. Das sieht man gut in seinen Typologien, dass er das versucht, aber man sieht danach, wenn er dann die kleineren Häuser entwirft, dass dann das doch wieder nicht genauso ist. Aber auch wieder gedacht, da würden sich vermutlich noch andere Generationen drin wohnfühlen. Das sieht man dann schon, wie dann die ein paar Schränke gesetzt sind, die Möbel gesetzt und die Schiebetüren, die Fenster sitzen und so. Das heißt, es ist schon ein Original. Also es ist nicht so wie ich das sehe, ist es dann nicht diese industrielle Typisierung, wo man dann Spuren der Individualität austreibt, damit es dann allen richtig ist, sondern es ist fast ein gegenteiliges Vorgehen, dass es sehr individuell, aber sehr gut und praktisch gemacht ist, sodass dann auch andere Individuen auch da wieder eine Freude haben. Das ist schon ein bisschen was anderes als eine repetitive Möbelserie oder sowas oder irgendwelche. Was die in Moderne ja immer wollte, diese Serienhäuser und die dann aber eigentlich in der Weißenhof-Siedlung und überall eigentlich immer das Gegenteil sind, nämlich Statement nach Statement nach Statement. Was man gut begreift, aber ja, die Rede ist manchmal ein bisschen anders als das, was man sieht. Kann ich da nicht gebrauchen. Ja. Nee, nicht. Nein. Also ich finde das historische Zeugnis finde ich interessant, also den Umgang damit, dass ich das eigentlich relativ trennscharf vom Neuen abgrenze, aber nicht auf Kontrast mache, sondern auf Gesamtklang. Also noch in den 60er und 70er Jahren, das wissen Sie, wurden ja hier immer auf Kontrast gebaut, alt, neu. Steinglas und so, das ist mir jetzt ein bisschen, hat mich eigentlich nie interessiert. Sondern ich versuche das schon als die Ganzheit, eine neue Ganzheit, aber trotzdem auch das Alte sprechen zu lassen. Also so, das ist dann doch recht trennscharf gemacht, glaube ich. Man kann gut erkennen, was alt und neu ist. Mit einem gewissen Respekt, aber auch mit einer gewissen Respektlosigkeit. Ich baue dann auch weiter oder schließe mal was. So, ich nehme nichts weg, aber so. Was dann manchmal bei einer Elternform der Denkmalpflege vielleicht nicht so gut ankommt, dass man da so direkt aufs Original drauf geht. Aber das ist mir eigentlich Wurst. Ich baue wer wie ein alter Baumeister, ich baue weiter. Ich suche die neue Ganzheit. Ich mache das Kontrast. Den brauche ich nicht und dieses rühre mich nicht an. Also das ist auch nicht so, wenn ich die gebaute Umwelt anschaue. Das ist immer ein Weiterbauen. Können Sie mir eins sagen? Ich habe nicht das gleiche Interesse an den Ruinen, wie Louis Kahn offenbar hatte, sondern ich habe ein anderes Interesse. Das kann ich gut verstehen. Es gibt
es gibt ja sicher, also so in meinen Gebäuden gibt es sicher reine Kunstlichträume. So, ja, zum Beispiel in einem Museum, habe ich in Köln, gibt es ganz bewusst gesetzte reine Kunstlichträume. Zum Wohnen oder so kommen wir die reinen Kunstlichträume, bin ich nicht besonders stolz auf die reinen Kunstlichträume, die dann irgendwie in der Toilette, im WC entstehen, weil man den inneren Teil des Grundrisses noch sinnvoll auffüllt oder so. Das heißt, muss man die Räume, also es ist schon eine Sensation, Räume zu haben, die durch das Licht der Sonne, die das Licht der Sonne einfangen und wo die Materialien im Licht des Tages reflektieren. Das ist schon, es gibt nichts Schöneres. So. Und da davon eine Ausnahme zu machen, muss man sich gut überlegen. Im Kunstmuseum, glaube ich, ist das okay. Und im Kino ist das auch okay. Licht veredelt, Licht setzt ab. Man sagt ja, etwas wird ins richtige Licht gesetzt. Das ist ja auch im wörtlichen Sinne, ist das in der Architektur so, dass das Licht wird gesetzt. Und dazu gehört natürlich, dass man den Schatten setzt. Ja. Materialien ohne Licht. Die ist immer, Material ist immer Licht. Das sehen Sie, das alles immer Licht. Es gibt, das ist nichts anderes, wenn es wirklich ganz dunkel wäre, dann hätten wir nur noch das Taktile und das reicht, das ist nur ein kleiner Teil der Architektur, weil mit den Augen tasten wir die große Architektur ab und mit den Händen und Füßen nur kleine Teile. Ich sage lieber ein paar ganz gute als sehr gute herausragende, also als viele gute. Also viele gute sind auch gut, oder? Viele mittelmäßige wären nicht so gut. Aber die Anstrengung geht natürlich, kann man ja gut verstehen, dass man herausragende Dinge machen soll und nicht Durchschnitt. So, also ich nehme an, um viele durchschnittliche Dinge muss man andere Interessen haben. Da muss man vielleicht mit Architektur Geld verdienen wollen, das kann man ja auch. Dann ist das eine andere Zielsetzung. Aber als künstlerisch interessierter, also leidenschaftlicher Architekt wie Kahn war, ist das logisch. Es ist umgekehrt. Die Größe des Büros muss zu dem passen, was man will als Architekt. Und das stimmt dann schon. Mit großen Dingen kann man auch, macht man andere Dinge als mit mittelgroßen oder kleinen. Das muss man sich bewusst entscheiden. Das habe ich schon vor langer Zeit gemacht, was ich da machen will. Ne? Hat der Kahn ein großes Büro? Ja. Wie groß war der? Da waren schon so, ja, 10, 20 Leute. Das schon. Ja, wir sind auch gegen 30 jetzt. Das ist auch ziemlich die Grenze, was ich da noch machen kann. Unterschiedlich. Also es gab in den 70er Jahren, also die Kunst der 60er, 70er, das war dann ein starker Einfluss. Damals, also die Amerikaner damals zur Zeit oder Boys oder so. Heute hat sich das für mich total verloren, die Kunst inspiriert mich nicht mehr. So, ist einfach so. Das war damals interessant. Jetzt interessiert mich zeitgenössische Musik, Literatur hat mich immer interessiert. Und von den Architekten interessiert mich diese Kahn, Gorby, Mies Generation. Das sind viele Dinge, das sind unsere, meine Väter sozusagen,